Hallo Leute, hier ist Graf Darko. Ich begrüße euch zurück zu Dragon Quest Builders, der Free Build Mode. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal Dragon Quest Builders gespielt habe. Kurz vorweg, bevor wir anfangen, das Spiel Dragon Quest Builders, was ich hier spiele, ist für uns angekündigt. Yes! Wir haben es endlich geschafft! Es wird bei uns released, und zwar im Oktober diesen Jahres. Also, könnt ihr euch freuen. Ihr müsst die japanische Version nicht kaufen, so wie ich das getan habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel wirklich zu uns kommt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und auf einmal haut Square Enix das einfach raus, beziehungsweise Dragon Quest. Der YouTube-Channel hat plötzlich das vor 2 Tagen oder so, glaube ich, rausgehauen, dass sie es jetzt releasen wollen und sowas. Und ich denke so, wow, geile Scheiße. Warum nicht? Und ich back mir wirklich nice. Ich freue mich riesig darauf. Und ich bin gespannt. Dann kann ich endlich mal was verstehen. Okay. Das heutige Thema. Ich hatte mit Koji ein sehr interessantes Gespräch. Mal wieder. Und wir haben uns ein bisschen darüber aufgeregt, weil wir haben... wir spielen jetzt seit ein paar Tagen, seit ich fast eine Woche, glaube ich, oder so nicht mehr. Spielen wir keinen Tree of Savior mehr. Weil uns ein kleines Malheur passiert ist, sage ich jetzt einfach mal. Wir hatten... wir wollten eigentlich ursprünglich was tauschen und die haben das leider so, sie haben so ein gestörtes Tauschsystem, dass dass wenn man ein Item zu einem Charakter rübertauscht, dass man es nicht mehr zurücktauschen kann. Das heißt, ihr tauscht ein Item und es wird dann untauschbar sozusagen. Ihr könnt es dann mit keinem anderen Charakter mehr tauschen. Das ist ein ziemlich gestörtes System. Es gibt aber eine Möglichkeit, um das zu umgehen. Und das, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie schaffen es Free-to-Play-Games, also Free-to-Play-MMOs hauptsächlich, ich beziehe mich hauptsächlich auf MMOs, weil Free-to-Play-Games finde ich ein bisschen blöd. Wie schaffen es Free-to-Play-MMOs, Geld zu bekommen oder Geld zu machen? Nun, Tree of Savior nimmt da eine ganz gestörte Art und Weise. Leider. Liegt an der Firma. Leider. Die Firma verlangt von euch, wenn ihr bestimmte Dienste haben wollt, wie zum Beispiel, dass ihr mehrfach tauschen wollt, verlangen sie von euch, dass ihr eine Token oder sowas in einem echten Shop erwerbt. Diese Token erlaubt euch zu tauschen, so oft ihr wollt. Vorausgesetzt, das Gegenüber hat diese Token auch. Also, bisschen wirklich sehr gestört. Diese Token erlaubt euch auch, glaube ich, ein paar mehr XP, bewegt euch ein bisschen schneller und ihr habt, glaube ich, Zugang zum Teamlager. Das heißt, dass eure ganzen Charaktere die Items benutzen könnt, die ihr dort lagert. Ist zwar an sich nicht unbedingt schlecht, nicht unbedingt, aber... Das kostet, glaube ich, 12 Euro monatlich. Und das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd geregelt. Auf der einen Seite verstehe ich, dass die Geld haben wollen und sowas. Aber dieses System mit dem Tauschen, das ist eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich, wie gesagt, verstehe, dass die Geld brauchen. Das verstehe ich voll und ganz. Die haben nämlich zudem noch einen Ingame-Shop, wie ich das schon mal erwähnt habe. Und dieser Ingame-Shop hat halt sowas wie Kostüme, XP-Buff und so ein Scheißdreck. Nichts Großartiges, was man jetzt unbedingt braucht, um weiterzuspielen oder sowas. Aber trotzdem, sowas wie eine Token, die einem erlaubt, so oft zu tauschen, wie man möchte. Und dann brauchen auch noch beide Seiten das Ding. Ist schon ein bisschen krass. Ist schon ein bisschen krass, meiner Meinung nach. Aber, ach Gott, Ich weiß, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Ich find's irgendwie gestört. Ich find's ein bisschen gestört. Irgendwo verstehe ich es, ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es echt scheiße. Also da beschweren sich viele. Es gibt Petitionen, dass diese Art und Weise des Tauschsystems abgeschafft wird. Es gibt diverse Foren und Topics, die verlangen, dass es abgeschafft wird, dieses System. Und ja, mal schauen, wie es wird. Mal schauen, ob das irgendwann mal kommt. Ich hoffe sehr, weil dann können wir lieber weiterspielen. Und andere MMOs haben natürlich auch andere Möglichkeiten, um Geld zu machen. Also ich hatte
Was habe ich für MMOs gespielt? Free-to-play wohlgemerkt. Ich habe viele MMOs gespielt, sehr viele. Und das... Es gibt auch MMOs, die zwar... Wo man zwar bezahlen muss, aber die trotzdem einen Ingame-Shop haben. Wie zum Beispiel World of Warcraft. Die haben zwar die Art und Weise, dass man monatlich bezahlen muss, aber sie haben trotzdem einen Ingame-Shop reingehauen. Naja... Ist nicht jedermanns Sache, ist aber auch nicht wirklich Kram drin, den man wirklich braucht. Da sind sowas drin wie Reittiere, Haustiere und so ein Scheißdreck. Also wie gesagt, nichts, was man wirklich unbedingt braucht. Dann habe ich noch ein Spiel gespielt, Ragnarok Online. Die haben einen, erstens einen Premium-Service. Ein Premium-Service, der... einem sozusagen erlaubt, dass man diverse, dass man mehr XP kriegt, dass man mehr eine höhere Droprate hat, dass man, dass man schneller levelt, dass man mehr Sachen im Lager hat und sowas halt. Auch nicht unbedingt etwas, was man unbedingt braucht, sag ich mal. Und natürlich einen Ingame-Shop haben die auch noch. Der manchmal ein paar coole Sachen hat und sowas. Aber wie gesagt, nichts, was man unbedingt braucht. Nichts, was man wirklich unbedingt braucht. Aber auf der anderen Seite... Naja, kann man davon Abzocke reden? Ich glaube eher weniger. Ich weiß, dass Ragnarok Online besser war, als es noch monatlich was kostete. Das weiß ich. Das weiß ich voll und ganz. Also, das verstehe ich ja auch. Nur... geht das heute irgendwie nicht mehr so wirklich. Ich weiß nicht warum, die machen das nicht mehr. Dann gab's noch, was hab ich noch gespielt? Nostale. Habe ich gespielt. Die haben sich ihr... Sie haben sich so finanziert, dass sie ein sogenanntes Nostaler-Prinzip haben, womit man in einem Ingame-Shop Sachen kaufen kann. Diese Nostaler erwirbt man natürlich mit echtem Geld, ne? Also... Und... So gesehen haben sie dadurch ihr Geld gemacht und da ist halt echt gestörter Scheiß irgendwann drin gewesen. Irgendwann richtig gestörter Scheißdreck. Wie sowas wie Goldbrocken, wo man dann Geld kriegt und so ein Scheißdreck. Also richtig gestört. Und was habe ich noch gehabt? Ich hatte mal Legend of Edda, habe ich mal gespielt. Er ist aber jetzt tot. Das ist wurde vor ein paar Jahren geschlossen. Das war ganz nett. Es war ganz nett, aber die hatten auch so ein irgendein Paykram, irgend so ein Ingame-Shop hatten die auch gehabt. Ich weiß nicht mehr so genau, was da alles drin war. Das war, glaube ich, sowas wie Haarfarben und sowas und Haarfrisuren und irgendwie sowas war da, glaube ich, drin. Kram, wofür man meiner Meinung nach eigentlich nicht zahlen sollte. So sehe ich das zumindest. Ich habe so viele Games gespielt, also ich weiß es teilweise gar nicht mehr. Fallen mir noch ein paar In Eternal zum Beispiel habe ich mal gespielt, eine Zeit lang. Das war ziemlich cool, das Spiel, muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen. Das war ziemlich cool, hat richtig Spaß gemacht. Aber die Community ist innerhalb von 2 Wochen so scheiße geworden, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf hatte. Und die hatten, glaube ich, auch einen Ingame-Shop gehabt, soweit ich weiß. Die hatten einen Ingame-Shop gehabt, die haben da irgendwas, die hatten da irgendwelche, ich weiß gar nicht, Kostüme oder sowas drin gehabt und irgendwie so hat und vielleicht noch ein paar Buffs und halt den typischen Kram. So verdienen die Leute, also diese Free-to-Play-Games ihr Geld. Das ist nun mal so. Man kann natürlich von Abzocke reden oder nicht, aber Heroes of the Storm, auch ein gutes Beispiel. Es ist, die haben ein sogenanntes Stimpack. Ist im Grunde dasselbe wie ist sowas wie so ein Premium-Modus, kann man sagen. Also man kriegt halt mehr XP und ein bisschen mehr Gold, wenn man die Kämpfe gewinnt. Ist nicht unbedingt was man braucht. Also man braucht es nicht. Es geht nur halt schneller, ne? Und die haben halt natürlich noch einen Shop, wo man halt Skins und Reittiere und sowas kaufen kann. Ist auch nichts, was man unbedingt braucht. Nicht wirklich, oder? Also technisch gesehen braucht ihr davon nichts. Technisch gesehen. Wenn ihr es haben wollt, dann kauft ihr es. Ob ihr es haben wollt oder nicht, ist eure Entscheidung. Also im Grunde sind Free-to-Play-Games keine Abzocke. Das
kann ich euch sagen. Also die meisten nicht, die etwas größeren würde ich nicht sagen, sind Abzocker. Weil solche kleinen Mobile-Piss-Dinger, die finde ich dann doch schon eher ein bisschen übertrieben. Weil Mobile-Titel sind meiner Meinung nach sowieso scheiße, für gewöhnlich. Also da ist meistens eh viel Müll dabei und Kram, der sich überhaupt nicht lohnt und alles. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich viele Free-to-Play-Titel gespielt habe. Ja, Sonic Runners habe ich gespielt, Sonic Dash habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Die waren ganz cool, da habe ich auch kein Geld reingesteckt, habe ich gar nicht gebraucht. Ich bin trotzdem ziemlich weit gekommen. Also bei Sonic Runners habe ich und bei Sonic Dash habe ich tatsächlich ein paar Charaktere einfach so freigeschaltet. Durch meine eigene, ja, durch meinen eigenen Skill hätte ich beinahe gesagt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich an sich ganz gut finde, wenn man alles selbst freischaltet. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn man gezwungen ist, irgendwo Geld zu investieren. Das ist das Einzige, was ich nicht mag. Aber das ist auch verständlich, oder? Also, das ist voll und ganz verständlich. Ich denke immer wieder, man sollte bei manchen Dingen den Ball flach halten, definitiv. Also, ich glaube einfach nicht, dass man wirklich... Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube einfach nicht, dass man wirklich, dass sich viel rentiert, wenn man wirklich einen Ingame-Shop oder sowas reinbaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich viel Geld abwirft. Aber anscheinend tut es das. Es gibt anscheinend viele Leute, die einfach irgendwie Geld reinstecken, ohne darüber nachzudenken, ob das nun wirklich sinnvoll ist oder ob das was bringt oder ob man das braucht oder nicht. Das ist dann aber wieder dieses ich kann nicht mit Geld umgehen Prinzip, weil ich bin ein Mensch, ich denke fünfmal darüber nach, ob ich das wirklich will und brauche. Ich bin extrem geizig, was viele Dinge angeht. Ich bin ein Mensch, der tatsächlich oft und wirklich sehr, sehr viel nachdenkt. Will ich das haben? Brauche ich das? Ist es wichtig? Brauche ich es nicht? Das ist sowas. Das. Und manche Menschen gehen mit ihrem Geld um, als ob das irgendwie, keine Ahnung, als ob das Papier wäre oder Wasser oder whatever. Werfen es zum Fenster raus, wie keine Ahnung was. Das ist dann unverantwortlich. Vor allem viele junge Menschen. Das ist so eine Sache, die finde ich sehr traurig. Wenn ich mit 14 oder 15 mein Geld so krass rausgeworfen hätte, dann weiß ich auch nicht. Dann hätte ich innerhalb von 2 Tagen nichts gehabt. Ich hab oft gespart, weil ich, mein Vater war der Meinung, ich kriege halt 50 Euro im Monat und muss halt damit sehen, wie ich klarkomme. Wenn ich da irgendwas nicht, wenn ich davon irgendwas nicht nehme oder irgendwas brauche, wenn ich mehr brauche, dann habe ich Pech gehabt. Also bei mir gab es sowas nicht wie, nimm dir mal ein bisschen Geld oder sowas oder, weiß auch nicht. Ich finde es echt krass. Also ich finde es echt krass. Manche Menschen gehen schon sehr krass mit ihrem Geld um. Ich meine, es ist ihr Geld. Ich habe nichts vorzuschreiben, wie sie es auszugeben haben. Aber ich persönlich wäre da echt geizig. Ich wäre pervers geizig teilweise. Das ist echt krank. Das ist schon fast jüdisch, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich meine, es ist nicht unbedingt verwerflich, weil ich komme aus einer Zeit, da waren solche Transaktionen, solche Online-Transaktionen, die so in-game sind, die waren nicht üblich. Ich kannte das nicht. Das Einzige, was ich kannte, wo ich aufgewachsen bin, sind die Dinger, wo man anfangen muss, monatlich zu zahlen, wie hier Ragnarok Online und wie ist das andere? World of Warcraft, wie ist das andere? Ja, spielst zwar nur, aber okay. World of Warcraft und sowas halt. Das kam da zu dem Zeitpunkt. Das waren die Dinge, wo man online was bezahlen musste, um es spielen zu dürfen. Was eigentlich auch voll okay ist, meiner Meinung nach. Das ist voll okay. Ich weiß nur nicht so genau, wie das heute abläuft, weil ich kann mir das nicht vorstellen, sowas. Es tut mir leid, ich kann mir sowas einfach nicht vorstellen, wie man es einfach so ausgeben kann, ohne darüber nachzudenken, ob man das wirklich braucht oder nicht. Es gibt Menschen, die gehen in World of Warcraft und die haben ein monatliches Abo laufen, unabhängig davon, ob sie es benutzen oder nicht. Also, es ist schwierig, darüber nachzudenken. Also für mich ist das echt schwierig. Da denke ich 5 Millionen Mal drüber nach. Und das, wenn ich so darüber nachdenke,
Wie das bei mir war, als, naja gut, Phantasy Star Online war ja damals auch noch ziemlich gut im Rennen, als ich noch kleiner war. Das war ja auch so ein Game, wo man das Spiel so bezahlen musste und noch eine Online-Lizenz erwerben muss. Aber, wenn man es bezahlt hat, konnte man das Spiel auch offline spielen, also so war das nicht. Das war jetzt nicht so eine krasse Abzocke oder sowas. So überhaupt nicht, man konnte es auch offline spielen. Aber online ist doch viel cooler und naja, da bezahlt man dann, denke ich mal, schon gern mal ein bisschen was, wenn man so ein cooles Spiel hat. Phantasy Star Online 2, auch ein gutes Beispiel. Das hat ja auch einen Online-Shop. Aber da, ich weiß gar nicht so genau, was da drin ist, weil ich die japanischen Zeichen nicht verstehe. Aber ich vermute mal, es sind nur Kostüme. Ich habe bisher nichts anderes gesehen. Ich habe bisher nur Kostüme gesehen, deswegen weiß ich es nicht so genau. Ich denke mal, ich kann nicht wirklich viel mehr dazu sagen, weil Free-to-Play ist nicht immer gleich eine Riesenabzocke. Egal, wie viele Leute euch das eventuell eintrichtern wollen. Ich weiß, dass es schwierig ist, sich auf sowas einzulassen. Also manchmal kann man den kleinen Blick riskieren und wenn einem das gefällt, ist es auch nicht so schlimm, wenn man ein bisschen Geld investiert, weil ich meine, man will ja die Firma irgendwie unterstützen. Es macht bestimmt Spaß, wenn man Spaß im Spiel hat, man die Firma unterstützen möchte. Es ist voll okay, wenn man mal ein bisschen Geld reinwirft in das Spiel oder so. Das ist dann völlig okay, eigentlich. Aber man kann nicht einfach irgendwie in jedes Free-to-Play-Mobile-Titel 500 Euro reinwerfen oder sowas. Das ist dann wieder doch ein bisschen übertrieben, glaube ich. Also, meiner Meinung nach. Wie ihr das macht oder denkt, ist euch überlassen. Voll und ganz euch überlassen. Weil ich rede euch sicherlich nicht rein, wie ihr euer Geld ausgegeben habt. Dafür müssen eure Eltern dann, oder ihr selbst dafür sorgen. Meine Meinung. Ich weiß nicht so genau, wie ich das beenden soll, weil Free-to-Play-Games sind an sich was Nettes. An sich sind sie was Nettes, wenn man mal so zwischendurch was haben will oder so. Für mich ist das teilweise eher für zwischendurch. Hauptsächlich. Es sei denn, es ist wirklich ein Spiel, das mir so gut gefällt, dass ich es gerne länger spiele. Und dann würde ich dann auch gerne ein bisschen Geld ausgeben. Also, um der Firma zu sagen, hey, ich mag das, was ihr macht. Ich mag das, was ihr macht. Da würde ich gerne mehr von. Sozusagen, ne? Also, das ist so meine Meinung dazu. Das ist so meine Meinung dazu. Und ich habe auch mal dieses, es gibt seit kurzem so ein Sailor Moon Puzzle Free-to-Play Game. Ist ganz nett für zwischendurch. Ist ganz nett, ist auch nur für Mobile. Ist aber nicht unbedingt das, was ich für ein Sailor Moon erwarte, für ein Game. Ich hätte gerne ein richtiges Game, so wie das RPG auf dem Super Nintendo oder so. Aber das ist so nett für zwischendurch. Oder dieses Miitomo zum Beispiel, was Nintendo gemacht hat. Ist ganz nett für zwischendurch, aber mir wurde es nach 2 Tagen oder 3 Tagen oder keine Ahnung, irgendwie so, wird es mir langweilig. Und es war mir übelst langweilig. Ich fand es so boring, dieses Spiel irgendwann, weil sich das irgendwie wiederholt hat. Ich weiß nicht, wer es noch spielt, ja, okay. Und ich habe auch kein Geld reingegeben oder so, ja. Auch alles irgendwie selbst versucht zu bekommen. Aber wozu Geld reinstecken in den Scheißdreck? Ganz ehrlich, wozu? Ich habe es nicht eingesehen. Okay, was haltet ihr von Free-to-Play-Games? Ist das eine Abzocke? Ist das keine Abzocke? Ich denke nicht. Also ich denke, man muss differenzieren. Ich denke, man muss es sehr differenzieren, weil Free-to-Play-Games sind eine Sache, die es wie Sand am Meer gibt. Es gibt ja wie Sand am Meer solche Free-to-Play-Games. Und deswegen muss man ein bisschen differenzieren und abwägen, ob das wirklich alles so schlimm ist, wie man das vielleicht denkt oder so. Weil schlimm ist es, glaube ich, nicht unbedingt. Es ist halt, muss sich halt darauf einlassen, oder? Man muss halt, man muss wissen, worauf man sich einlässt, so rum. Ja, das war meine Meinung zu Free-to-Play-Games und worauf ihr eventuell achten solltet. Das war der heutige Part von Dragon Quest Builders. Ich freue mich so sehr, wenn die deutsche Fassung rauskommt. In diesem Sinne, für PS4 übrigens und für Vita nur digital. Aber PS4. Ja. An diesem Sinne, ich bin Graf Daku. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Ich weiß nicht so genau, wieso und weshalb. Und naja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht.
ich weiß nicht, wieso, wie man so auf so etwas kommt. Ich meine, das wäre. Der Typ glaubt, der ist immun. Der Typ glaubt, der ist immun. Wirklich, kein Scheiß.